Servus beim Austria Grill Team. Oggi facciamo saltimbocca. Was das ist und wie das wirklich geht, seht ihr gleich. Hallo zum zweiten Teil von unserer Urlaubsgrill-Serie. Bei uns geht es heute nach Italien und wir haben was Wunderbares für euch vorbereitet, nämlich Saltimbocca. Saltimbocca heißt auf Italienisch Spring in den Mund und der Name kommt eben daher, weil es so gut schmeckt. Passend zum Thema präsentieren wir euch heute die Zutaten im venezianischen Karnevalstil. Die Zutaten, die ihr braucht, seht ihr hier auf unserem Tablett, die sind relativ simpel. Wir brauchen nämlich nur einen sehr dünn geklopften Kalbschnitzel, frischen Salbei und Prosciutto. Und wie die Zubereitung der Zutaten ausschaut, das seht ihr im nächsten Schritt. Wir kommen jetzt zur Zubereitung, die sehr einfach ist von diesem Gericht. Nehmen unsere Kalbschnitzel, klopfen die ganz leicht durch. Passt ein bisschen auf, dass ihr da nicht so, dass ihr nicht Löcher reinmacht. Genau, richtig. Und ein bisschen Pfeffer auf die eine Seite. Ihr braucht ja nicht nur eine Seite mit Pfeffer würzen, das Salz kommt dann automatisch durch unseren Prosciutto. Wenn ihr die Schnitzel jetzt halbiert, dann könnt ihr daraus eine wunderbare Vorspeise machen. Wir machen es jetzt als Hauptgang, deswegen in der großen Variante. So. Ihr seht jetzt, das Prosciutto-Blatt kommt auf das geklopfte Kalbschnitzel drauf und als nächster wird der frisch geschnittene. Attenzione, Attenzione, Attenzione! Was Salbei brauchen wir ja auch. Ja, sicher, aber in ganzen Stücken. Das ist ganz wichtig bei dem, bei unserem Gericht hier, dass wir ein ganzes Salbei-Blatt reingeben. Ja, aber jetzt haben wir einen Fehler gemacht. Ja, Gott sei Dank haben wir noch ein bisschen an Salbei, der da antransportiert wird. Sehr gut. Schaut, da haben wir ganze Salbeiblätter. Perfekt. Im italienischen Fiat-Style. Ah, perfekt. Wenn euch solche einfachen Gerichte gefallen, dann liked bitte wieder unseren Kanal. Abonniert unsere YouTube-Seite, dass ihr immer am Laufenden seid. Genau, und da seht ihr jetzt, wie simpel das ist. Einfach durchstechen. Mit so einem, entweder mit einem Metallspieß, den wir da haben, oder mit einem normalen Zahnstocher. Und schon sind die Vorbereitungen abgeschlossen. Die ganz einfachen Vorbereitungen sind abgeschlossen, jetzt geht es dann auch schon an den Grill. Und wir brauchen eigentlich diesmal nur mittlere Hitze, eine direkte Zone. Und wir schalten jetzt unseren Gasgrill einfach so circa auf die Hälfte ein, lassen den warm werden. Wenn ihr einen Holzkohlegrill verwendet, reicht auch leicht ein halber Anzündkamin, ist überhaupt kein Problem. Und nach dem Vorwärmen, also in circa 20 Minuten, geht es dann am Grill los. Also jetzt geht es ans Grillen. Das ist ganz eine simple Sache, legt es zuerst mit der Seite mit dem Salbeiblatt auf und bratet es da circa eine Minute an. Ihr könnt es dann eh probieren, sobald ihr es lösen lasst. Von dem Grillrost ist die eine Seite fertig und dann wenden und auf der zweiten Seite auch circa zwei Minuten angrillen. Die eine Minute ist vorbei, wir probieren jetzt einfach einmal, ob man es lösen lässt. Ja, wunderbar. Dann können wir schon auf die zweite Seite wenden. Das Anbraten von der ersten Seite ist einmal wichtig, dass das Salbeiblatt ein bisschen aktiviert wird, den Geschmack abgibt und dass eben euer Prosciutto benanbrutzelt ist. Jetzt nochmal kurz auf der zweiten Seite, auch zwei Minuten und dann legen wir es kurz für einige Minuten in den indirekten Bereich und das war's dann auch schon. Und jetzt geht's ab in den indirekten Bereich. Jetzt im Rasten circa 5 Minuten. Wir präsentieren euch heute Teil 2 von unserer Urlaubsgrill-Serie und zwar Cameriere, per favore. Ah, schaut schon fantastisch aus. Grazie, grazie. Ah, ciao. Unser wunderbares Saltimbocca, das auf keinen Grillabend fehlen darf. Ja, dann hätte ich gesagt, probieren wir das bereits, oder? Testen wir das aus. Wunderbar. Richtig zart das Fleisch. Salzen braucht es wirklich nicht. Es reicht vom Prosciutto der Salz, das drauf ist. Einfach herrlich. Lasst uns in den Kommentaren wissen, ob es bei euch ähnlich gut gelungen ist wie bei uns. Vergesst nicht, Teil 1 von der Urlaubsgrill-Serie Cevapcici anzuschauen. Ist auch ein empfehlenswertes Video. Und nächste Woche? Nächste Woche gibt es Griechenland. Und da könnt ihr dann überrascht sein, was es da Schönes gibt. Jedenfalls ausgezeichnet, genauso wie dieses Gericht. Und dann können wir nur sagen, viel Spaß beim Nachmachen.